Der Staatspräsident von Bolivien, der auch ein guter Freund Österreichs ist, auf einer Flugreise von Moskau in seinen Heimatstaat in Wien eine Zwischenlandung gemacht hat und machen musste. Ich habe zuerst telefonisch mit ihm Kontakt aufgenommen und ihn jetzt hier besucht und mich vergewissert, dass alle Abläufe hier in Österreich und in Wien völlig korrekt waren, dass Herr Präsident Evo Morales in Wien sehr gut und korrekt behandelt wurde. Wir haben gleich die Gelegenheit benutzt, um auch einige andere Fragen zu besprechen. Und Herr Präsident wird in Kürze die Flugreise in seine Heimat fortsetzen. Und ich wünsche ihm einen guten Flug und eine gute Rückkehr. Die Flugroute ist, glaube ich, jetzt normal, soweit ich informiert bin. Also auch der Flugraum in Spanien ist für ihn offen. Hace media hora, mi canciller desde Bolivia me comunicó que España se había comunicado y a las 9:30 hubiera una respuesta positiva. Todavía estamos esperando esa respuesta positiva. No ha habido ninguna explicación por qué motivos no me dejaron pasar por territorio de Francia, Portugal, Italia y después también España, porque nosotros teníamos permiso para llegar o aterrizar a las Islas Canarias. Y quiero decirles que en la madrugada vino el embajador de España, con sede en Austria, y me dijo que yo le invitara un café dentro del avión para ver el avión. Hat ihm der Präsident gesagt, Y segundo, ustedes saben, por normas internacionales, avión oficial, presidente, tiene inmunidad y es inviolable su derecho de transitar en cualquier parte del mundo. Y no podía entender. Yo rechacé, por supuesto, por una cuestión de dignidad, que tengo la obligación de defender la dignidad, la soberanía de mi pueblo, porque no es una ofensa al presidente, es todo un pueblo, es toda una región como Latinoamérica. Okay.